Hoher Verbandstag, lieber Herr Verbandsobmann, liebes Präsidium, sehr verehrte Damen und Herren, für die Einladung zu diesem Jubiläumsverbandstag bedanke ich mich herzlich. Ich darf Ihnen die Grüße unseres Bischofs überbringen. Winfried Papst hat gefragt, ob ich hier der geistliche Assistent bin. Diese Funktion ist noch nicht vergeben. Wird es auch in Zukunft, glaube ich, nicht sein. Aber ich freue mich, dass ich alljährlich schon seit vielen Jahren immer zu Ihnen kommen kann. Meine Aufgabe ist es nicht, einen Kommentar zur bevorstehenden Wahl zu geben, auch nicht zu genossenschaftlichen Belangen Stellung zu beziehen, aber ich möchte zwei Bezüge herstellen. Das erste, ich möchte Ihnen zu Ihrem Jubiläum gratulieren. Die Jahre, die mit einem Achter enden, sind ja Bedenkjahre, Gedenkjahre, manchmal auch Jubiläumsjahre. 1848 die bürgerliche Revolution, 1918 Kriegsende, Ausrufung der Republik, 1938 eh schon wissen, 1948 Menschenrechtsdeklaration, 68 mehrfach studentische Revolution, Ende des Prager Frühlings. Also verschiedene Anlässe, derer gedacht wird, die zu bedenken sind, nicht alle sind Anlass für ein Jubiläum. Schön, dass Sie etwas zu feiern haben, auf eine Institution schauen können, die im Dienst Ihrer Mitglieder all diese Jahre überlebt hat und gewachsen ist zum Wohl und im Dienst der Allgemeinheit. Das Zweite, dieser Verbandstag findet alljährlich zu einer Zeit statt, die für mich etwas stressig ist. Wir haben gerade die Pfarrerwoche abgeschlossen. Auch ein Jubiläum vor 50 Jahren, im Jahr 1958, fand die erste derartige Tagung in Seckau statt. Heuer war das Thema Leben schützen und entfalten. Dazu hat unser Bischof uns eine Vorgabe gemacht. Christen sind Freunde des menschlichen Lebens in allen seinen Dimensionen, Freunde des Geborenen und des noch nicht Geborenen, des Entfalteten und des Behinderten, des irdischen und des ewigen Lebens. Leben, Leben in Fülle, ist also ein Grundanliegen des Christentums. Das Thema ist umfassend, das heißt, es ist nicht nur das ewige Leben gemeint, sondern der Blick soll auf sämtliche Aspekte und Momente des Lebens gelenkt werden. Angesichts von Gefährdungen und Bedrohungen des Lebens am Anfang und am Ende, aber auch Fragen der Umwelt und des sozialen Lebens, der Lebensbedingungen sind zur Sprache gekommen. Wir haben heuer im Frühjahr die Dienste der Kirche im Schutz des Lebens und zur Förderung des Lebens in einer Broschüre, die allen steirischen Haushalten zugegangen ist, vorgestellt. Und im kommenden Herbst wird noch eine solche Information per Post oder per Zustellung sonst an Sie ergehen zur christlichen Lebenskultur. Im kommenden Advent wollen wir in einer Hausbesuchsaktion, zu der wir die Pfarrer eingeladen haben, ich habe nicht die Möglichkeit, die Pfarrer dazu zu zwingen, einladen kann ich vor, ein kleines Weihnachtsgeschenk als Zeichen des Lebens an alle Haushalte zu überbringen. Warum sage ich das? Nicht, weil ich es da herumgehe abzusammeln, das ist man bei Pfarrern normalerweise ja gewohnt, aber ich glaube, dass in verschiedenen Sparten des Raiffeisenverbandes es auch um Lebensfragen geht. Die Sicherung von Lebensmitteln im umfassenden Sinn des Wortes, um eine Kultur des Lebens. Wir sind dabei gute Partner und ich danke Ihnen dafür. Und ich wünsche Ihnen an diesem Jubiläumsverbandstag auch für die Zukunft alles Gute. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.